Aber sagt das keiner meiner Frau bitte, die darf die Folge auch nicht gucken, okay? Ja, meine Lieben, da jetzt ja auch so langsam aber sicher mal die Sonne rauskommt, haben wir in unserer Heckshow gedacht, jetzt gehen wir mal ein paar Tipps für den Garten nach. Schauen wir mal, was sie mir rausgesucht haben und was ich so testen muss. Beginnen wir mit einem praktischen Hack. Ein Sägeblatt soll man ganz einfach schützen können. Mit einem handelsüblichen Gartenschlauch. Habe ich schon längst drauf. Das ist doch völlig offensichtlich, wie wenn man jetzt hier so eine Säge einlagert, wie man das mit dem Gartenschlauch prima machen kann. Habe ich sofort drauf. So, jetzt macht man dann einfach auf der Länge von dem Sägeblatt, kürzt man sich den Krempel ein. Und dann macht man einfach schön vorsichtig hier einen Schnitt. Boah, da gleitet aber durch wie Butter, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich zeige das hier nochmal. Wäre auch schön, wenn man das jetzt nicht unbedingt in Schlangenlinienform macht, sondern dass man das gerade macht. So. Und dann kann man das nämlich ganz prima hier so drüber stülpen. Boah, ich kann das mit den Handschuhen kann ich aber überhaupt nicht. Überhaupt kein Gefühl drin. Und voilà, ist die Säge richtig gut gesichert. Finde das echt schon sehr cool. Ich finde den Hack Bombe. Der ist nicht gut, der ist richtig gut. Finde ich klasse. Gefällt mir. So kann es weitergehen. Wir haben noch genug Lifehacks, die du für uns ausprobieren kannst. Als nächstes nimm etwas Cola und eine Papierrolle. Damit sollst du Fenster ganz einfach sauber bekommen. Ich soll jetzt meine Fenster mit der Cola sauber machen. Sicher? Man kann doch mit Cola keine Fensterscheiben sauber machen. Nee, Kai-Uwe, lass es bitte. Ja, also, ja, das ist jetzt nicht sauber, ne? Alter, hier oben sind Streifen wie Schmitz Katze drauf. Voll stumpf jetzt. Der kann nicht nur nix, der kann gar nichts. Das ist Tinnef. Guck mal, was da runterkommt durch meine Spucke. Das ist ein geiler Lifehack. So, sauber. Was? Ist nicht eklig. Sauber. Aber sagt das keiner meiner Frau bitte. Die darf die Folge auch nicht gucken, okay? Sag doch Nicole, wir sind schuld. Beim nächsten Hack hast du ein paar Plastikrohre und einen Laubbläser. Das soll beim Laubentfernen in der Dachrinne helfen. Ja, du gehst normal ja auf eine Leiter und holst halt so mit der Hand dann da raus, ne? Ach so, und jetzt hier meint ihr, geht man hin. Aber der bläst, ne? Der saugt nicht, oder? War da nicht eben noch so ein Wo ist das Ding? Wo ist das Ding hingeflogen? Wo ist das Ding denn bitte hingeflogen? Schon liegt das jetzt da oben auch drauf. Ach, ich kann nicht mehr. Was für ein Schrott wieder, ey. Richtig geile Heck hier. Hast du mal ein bisschen Gaffer? Ja, also mir wäre jetzt lieber, wenn ich was Gaffer da drum mache, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass das Ding nochmal auf 2:30 ist, ey. Boah, guck mal, ohne hingucken, ne? Ja, wie soll ich das andere jetzt da runterholen? Ganz ehrlich, Alter,
Da kannst du doch lieber eine Leiter nehmen. Ein kleines Eimerchen, eine kleine Schaufel, gehst da eben lang. Wo ist denn jetzt? Bitte, wo ist denn jetzt der Vorteil? Guck dir die, wer macht die Schweinerei denn jetzt weg? Kai, wo machst du das weg? Ich glaube eher weniger, ne? Ach komm, das ist doch nicht toll, oder? Auch in der nächsten Folge haben wir einige Lifehacks, die Daffy für euch testet. Ich bin schockiert. Das geht mit jedem Koffer, ne?